Uta gegen Uta. Paladin gegen Paladin. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Die Gerechtigkeit okay, verlangt nach Rache. Für die Dicken hier. Und eine Waffe behalten wir mal. Da nicht so viele kleine Sachen im Deck sind. Sieht schon besser aus. Ein Bot spielen. Melde mich zum Dienst. Vielleicht doch nicht so schlau, gegen Paladin damit anzufangen. Lasst mich nachdenken. Melde mich zum Dienst. Ja, man wird wahrscheinlich eine Weile in der Hinterhand haben. Oh, mit zwei Ruf der Waffen machen wir auf jeden Fall. Ja, so der ist kaputt. Für die Gerechtigkeit. Der Bot stirbt sowieso nicht. Ich werde gleich schon überlegen, hier den Argus zu spielen. Ah. Mal gucken. Lasst mich nachdenken. Was hast du denn? Spielt ihr gern mit Feuer? Für die Gerechtigkeit. Damit kaputt. Und für die Gerechtigkeit. Für die Gerechtigkeit. Vielleicht noch ein Kombo aufheben. Oh, mal ein bisschen Heldenfähigkeit benutzen. Das Dingo! Ja! Shield Master. Ist ja Zeit für Silver Champion. Für die Gerechtigkeit! In den Kampf! Waffensysteme aktiviert! Was, so viel leben wie er? Der hat nicht angegriffen. Ach ja. Ach, du hast noch so ein nerviges Ding. Jetzt überlege ich auch schon fast, den Peacekeeper drauf zu packen. Aber... tun wir das? Was denn sowieso? Ja, wenn, dann muss ich die beiden... Ich kann den auf einen runter. Habe ich noch was auf dem Feld? Lasst mich nach. Befolgt die Regeln für die Gerechtigkeit. Waffensysteme aktiviert. Wir zeigen immer nicht, dass wir eine Waffe haben. Nee. Melde mich zum Dienst. Wie gesagt, schön mit einer Kombo. Oh, da ist auch ein Echt-Silber-Champion. Das war noch keine Weile. Attack Minibot. Stehst gut da.
benutzt? Ich auch noch nicht. Könnte natürlich auch. Ruf zu den Waffen. Verteidiger von Argus. 2. Hm. Den kann ich machen, den greife ich selber an. Und der hat kein Schild mehr. Dann macht er aber eine Weihe. Okay. Mein Gott. Soll er machen? Lasst mich nachdenken. Für die Gerechtigkeit. Für die Gerechtigkeit. Mein Schild für Argus. Für die Gerechtigkeit. So gefällt mir das besser. Jetzt musst du schon eine Weihe einsetzen. Ja, komm, setz ja eine Weihe ein. Ich habe auch noch 2 davon. Oh, hast keine Weihe? Oder willst du keine Weihe machen? Ah, du hast eine Weihe. Bestimmt! Lasst mich nachdenken. Spielt ihr gern mit Feuer? Nächste Kilomant? Gleichheit? Für die Gerechtigkeit. Hat er jetzt... Ne, er hat noch keine Gleichheit benutzt, ne? Ne. Sehr ärgerlich. Tyrion will ich noch nicht raufstellen. Keine Gleichheit benutzt. Ich frage für die Gerechtigkeit. Helfe mich zum Dienst. Ich bringe Leben. Nächste Klasse. Oh mein Gott. Muss ich von der Gleichheit benutzen, ne? Ich kümmere mich drum. Spielst du das gleiche wie ich? Hab Vertrauen in das. Ah, Tyrion, da bist du ja. Melde mich zum Dienst. Sack, ich kann nicht deinen Tyrion. Jetzt kann ich deinen Tyrion nicht töten. Also schon, wenn ich selber angreife. Ich hätte auch gerne selber mein Tyrion draußen. Was mache ich jetzt mit dir? Ich kann dich in den Kampf angreifen. Weihe spielen. Dann hast du ein Schwert in der Hand. Das ist mich aber nicht so sehr interessiert, weil ich mir einfach gegenheile. Tyrion hat noch ein bisschen Zeit. Ja, da ist er weg, der Tyrion. Da ist er weg. Da ist er weg, der Tyrion. Ich frage mich, ob... Was machst du jetzt? An deiner Stelle würde ich ja meinen Minion angreifen. Weil ansonsten packe ich nächste Runde Tyrion aus und einen Minion.
Tja, dann kriegst du nicht mal das Gotteschild weg. Außer vielleicht mit einer Reihe, ja. Ich frage mich, ob... Moin, gut, brauchst du lange. Ich muss mich beeilen. Ja, da kommt der andere. In Space. Lass diesen Herzen sprechen. Lass diesen Herzen doppelt sprechen. Melde mich zum Dienst. Willst du so Karten ziehen? Du willst Karten ziehen. Für die Gerechtigkeit. Nee, kann er mit einer Weile wegmachen. Zeit. Wir haben Zeit. Voll. Melde mich zum Dienst. Um Zeit. Schilde hoch, roter Alarm. Melde mich zum Für Dienst. Für die Gerechtigkeit. So, jetzt musst du liefern. Stingo! Ja! Sage Shieldmaster. Melde mich zum Dienst. Alexstrasza. Ja, was mache ich denn jetzt mit dir? Denk mal an Tyrion, findest du auch gut, ne? Glaube ich, Zeit. Hab Vertrauen in das Recht! Melde mich zum Dienst! In den Kampf! Jetzt kannst du Gleichheit benutzen. Oh. Los, Drohnen. Drohnen. Die Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Jetzt gehst du aber steil. Lohnt sich das nochmal. Gerechtigkeit, ja. Gleichheit. Auf jeden Fall lohnt die Weihe sich jetzt schon mal ein ganzes Stück mehr. Ein bisschen Platz. Stellt mich nicht auf die Probe, Kind. Ich kann nicht mit Tyrion ganz schön klein machen. Ja. Gerechtigkeit. Mann, fast richtig viel Value bekommen. Melde mich zum Dienst. Zwei Heilungen hast du schon Minimum weg. Zwei Heilungen hast du auf jeden Fall schon weg. Ich könnte mir jetzt also überlegen, eine Gleichheit zu machen, einfach nur wegzumachen. Ein Zorn. Einfach ein Mana mehr. Ein Mana mehr! Ein fucking Mana mehr. Hey, weißt du was?
Ich bringe Leben und... Endlich nicht auf die Probe. In den Kampf! Draufgeschissen. Ich habe meine Beute im Visier. Ich versuche mein Glück mit heiliger Zorn. Melde mich zum immer noch kein Molten Giant gezogen. Ich die wahrscheinlich jetzt ein. Nein, sich nicht. Oh, das ist gut. Oh, das. Oh, das auch. Oh. Oh. Hm. Wir können beides sowieso machen. Jetzt kann man mal gucken, ob du stirbst. Ja. Oh! Schade! Schade! Sah gut aus für dich. Ah. Uta gegen Gul'dan. Eure Seele wird mir gehören. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Dr. Boom weg, Firion weg, Pyromant, kann man Spaß mit haben. Ruf zu den Waffen wollen wir auch. Oh, bitte lass es zu sein. Können wir mal einen Meeresriesen rausschmeißen. Das Licht beschützt mich. Es ist zu. Ding, 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 ding. Oh, der Pyromant wird auch Spaß machen. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Ja. Mach alles raus, was du hast. So, Ei kostet ja 7. Das heißt, wenn ich den coinen würde, nee, der müsste ja theoretisch 3 kosten, damit er kostenlos wäre. Oh. Melde mich zum Dienst. Genau, in der 5. Runde Messerjongleur Ruf zu den Waffen machen. Noch ist nichts Gefährliches draußen. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Boah, erstmal ein Friedensbewahrer. Zwei Schaden. Verdammt nochmal. Du bist so krass. Du gehst so ab, ey. Ich glaube, ich muss dir erstmal hier. Befolgt die Regeln. Nächste Runde wird geschossen. Ja, Trader. Ach, schön. Lass du das Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Oh nein. Jetzt? Schade, daneben. Muss einen größeren opfern. Dann musst du den kleinen opfern. Musste ja jetzt schon, ne? Ach, schade. Weniger wie ich auf dem Schlachtfeld. Ja, ja, ja. Messerjongleur. Ist natürlich jetzt schon ein bisschen trickreich. Zwei Zauber haben wir nicht. Ich frage mich, ob. Macht auf jeden Fall Stress. Macht auf jeden Fall. Hat er gut gespielt. Weiß wahrscheinlich, was ihn erwartet. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Gucken wir mal, was passiert. Kann auch noch selber angreifen. Komm, auf den Messerjongleur! Auf den Messerjongleur! Und einen noch! Ja! Für die Gerechtigkeit! Bastard! Das war's! Tut mir leid. Wolltest es ja so. Oh, jetzt wird leider was sterben. Meeresriese. So günstig. Nur 3 Mana. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Oh, hast du noch einen? Lucky Lucky. Ist aber nicht alle traden können. Oh, du
versuchst, du verringerst die Chance. Hey. Und auf den Messerjongleur. Für den Kreuzzug. Und, ah! Da war der Lucky Shot. Jetzt brauche ich eine Weihe. Weihe. Weihe und Zauber. Naja, Alexstrasza wollte ich nicht haben. Meeresriese macht Stress. Er macht auf jeden Fall Stress. Mehr als Loatep. Lasst mich nachdenken. Einen kann ich eh noch wegtöten. Für die Gerechtigkeit! Ja, ist ein Meeresriese. Kannst du bestimmt mit deinem Gottschild wegmachen, ne? So, wie immer krass. Und viel Glück dabei. Hätte ich trotzdem in die Knie ziehen. Ah. Warum machst du das? Okay, danke für die Bananen. Schade. Muss immer noch einen Schaden gleich drauf machen. Auf in die Schlacht, Male! Oh, er kriegt sogar hin. Ach, zu. Atemberaubend. Gleichheit. Ja, das sieht gut aus. Spielt ihr gern mit Feuer? Für die Gerechtigkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, gern geschehen. Jetzt können wir mal unsere größeren Sachen ausspielen. 7 Mana gleich. Luitep und Bananen. Muss nur noch ein bisschen durchhalten. Okay, den kriegen wir weg. Mit Banane. Für den Kreuzzug! Ärgerlich. Kriegen wir nicht so einfach weg. Muss ich selber angreifen? Man, die macht schon Stress. Oh, so viel Glück, ne? Ja, es ist... 4. Hab ich noch 3. Ich könnte den Mecha spielen. Mein Schild für Argus! Für die Gerechtigkeit! So. Dann riskiere ich einfach mal. In den Kampf! Wobei. Ah, eigentlich war das Blödsinn. Naja, wir können. Die Banane genau auf ihn spielen können. Naja, so ist besser. Spott mit Gottes Schild ist schon nicht so schlecht. Dann können wir aber gleich wegmachen. Zeit. Das Licht beschützt. Oh ja, Weihe. Weihe wäre jetzt wirklich gut. Von mir aber zum Heilen. Ja, trade. Mein Schild für Argus. Der Super Champion ist echt gut jetzt. 4. Kann ich immer noch Loatep spielen, aber brauche ich nicht. Er hat ja eh nichts. Oder will ich lieber eine Kreatur spielen? Eigentlich sein Board clearen, ne? Also wenn ich dem eine Banane gebe, kann der den wegmachen. Der kann den sowieso wegmachen. Waffensysteme aktiviert.
Spielen wir mal zu gegen zu. Wir traden einfach, okay? Nächste Runde können wir mal ein bisschen heilen. Ein bisschen mehr. Maybe eine Alexstrasza. Ja, zieh. Oh, das kann gefährlich werden. Doomguard. Ja, ein Lordtap habe ich auch schon gedacht. Warum ruft ihr an? Oh. Okay. Komme ich nicht dran vorbei. Das ist gefährlich. Heilbot ist auch nicht schlecht. Ach, wieso kostet das denn alle? Ein Mana fehlt. Ein Mana fehlt. Für die Gerechtigkeit! Für die Gerechtigkeit! Ist das ärgerlich? Aber für die Gerechtigkeit! Eingehen. Oh, jetzt heilt das nur um 3. Die Gefahr ist aber zu hoch. Fuck. Ich frage mich. Ich springe Leben. Dann habe ich aber was Großes draußen. Muss Mana effizienter. Nächste Runde Lore-Tipp. Healboard. Ja, wird schnell wieder weiter. Und Alexstrasza tötet auch gerne mal was. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Er versucht's mit dem Face. Er versucht's mit dem Face. Oh, heiliger Zorn. In dein Face, Mann! Oh, geil! Ich hätte noch 9 Schaden hinterher schmeißen können. Bam! Tut mir leid! So spielt man heutzutage. Wer braucht schon eine Combo, wenn er eine Karte ziehen kann? Oh, geil. Läuft!